Ironie ist ein wichtiges Mittel der Verfremdung. Nur wenige sind klug genug, die Grenzen ihrer Wirksamkeit von vornherein zu sehen. Gesang um des Singens willen, Lieder machen um der Lieder willen, gilt bei vielen Jungen als unvereinbar mit der Mission, mit der sie sich identifizieren. Die Rolle, die sie spielen möchten, ist ihnen oft wichtiger als die Beschränkung auf einen Bereich, der für sie übersichtlich wäre. Und doch erweitert sich der Horizont der Gedanken und der eines Liedes nur auf der Basis der Beschäftigung mit sich selbst. Hannes Wader besingt sich und seine Freunde. Alle meine Freunde haben es zu irgendwas gebracht. Der erste hat eine nette Frau, die ihm des Morgens die Eibrote macht. Früher habe ich ihn oft auf ein Bier aus seinem Hause gelockt. Heute bringt ihn nichts mehr vor die Tür, wenn er in seinem Sessel hockt. Seine Frau kocht gut und adrett sieht sie aus und pflegt mit Haarspray ihre Frisur. So behält sie Fasson, hart wie Beton, da überlebt keine Laus. Meinem Mädchen flattert das Haar, wenn ich puste um sein Gesicht. Eine, die mir den Kamm aus der Butter nimmt, fand ich bisher noch nicht. Der zweite hat einen festen Platz in der Straße am Landwehrkanal, als 20. in einer Reihe von Leuten, die zum Wochenende mal eben ihre Wagen polieren, liegt vor seinem Auto auf dem Bauch, kriecht auf allen Vieren und die anderen 19, die buckeln auch. Zwei von ihnen sitzen im Dreck und reden von der Autobahn, von Anhalter Miezen und Liegesitzen und der neuesten Schramme am Heck. Und ich liege faul in der Sonne und schneide Fratzen überm Wasser, denke daran, mir eine Radkappe zu besorgen, in der ich mich spiegeln kann. Der dritte steht mit nem goldenen Kettchen am Handgelenk vorm Bahnhof Zoo. Dort trifft er sich hin und wieder mit seinesgleichen auf dem Klo. Er plant all sein erliebtes Geld in Grundstücken anzulegen. Er will, so hat er mir erzählt, für sich und seine Kollegen schöne Herrentoiletten bauen, so als Städten der Zuflucht gedacht, wo er sicher sei vor der Polizei und besonders vor den Frauen. Und ich, armer Hund, bin andersherum, würde bei dem Job längst verhungert sein. Doch dafür kenne ich ein Mädchen, das lädt mich oft zum Abendbrot ein. Vierte hat noch im letzten Jahr auf dem Kudamm Madonnen gekreidet, verdiente, bevor es verboten war, viel Geld als Gambler verkleidet. Neulich habe ich ihn wieder gesehen, ich traf ihn an einem Würstchenstand. Er hat jetzt nen Job als Candyman, verhökert das Zeug so unter der Hand. Eine dicke Wurst hat er spendiert und mir vom Zuckergeschäft erzählt und warum er den Mist selber nicht frisst, aber andere dazu verführt. Und ich seh ihn nachts bei der dicken Wirtin und dort zuckert er jedem das Bier, der die Reise machen will, wenn er vorher bezahlt hat dafür. Nur der fünfte findet nie den Dreh, er stand mal vor Jahren ganz allein vor dem Droschkenplatz in Halensee, in der Hand ein Schild, Todesstrafe nein. Es half ihm keiner der Passanten, als man ihm das Schild um die Ohren schlug, von Taxifahrern und alten Tanten verprügelt, aber längst nicht genug.
jetzt ist der Soldat, da kriegt jeder sein Fett, der sein Maul nicht halten kann. Ich fragte, wie's ihm geht, er hat durchgedreht, liegt im Bundeswehr-Lazarett. Und ich bring ihm morgen eine Tüte voll Obst. Ich glaube, dass man jetzt mit ihm reden kann. Dann machen wir zwei eine Kneipe auf und fangen ein braves Leben an.